Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie kein anderes Gemüse spaltet der Fenkel Geschmäcker. Entweder liebt man ihn heiß oder man kann nicht viel damit anfangen. Trotzdem hat der Fenkel mit seinem zarten, leicht süßen Anisgeschmack die moderne Küche immer mehr erobert. Warum ist das echt so, Armin? Fenkel ist ein fantastisches Gemüse, das in der Küche durch nichts ersetzt werden kann. Er passt zu allem und man kann es sehr vielseitig einsetzen. Grüezi miteinander. Sie selber kochen ja sehr gerne mit Fenkel. Was sind denn Ihre Lieblingsgerichte? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Das gäbe eine grössere Liste, aber sicher mal roh als Salat mit Olivenöl angemacht. Als Suppe, als Beilage zu Fisch, als Hauptgang und sogar zum Dessert eignet sich der Fenkel bestens. Und wir sind jetzt natürlich gespannt, was für ein Rezept Sie uns das mal mitgebracht haben. Bitte, Armin. Es ist ein gefüllter Fenkel im Ofen überbacken. Der Fenkel rösten, kleinere Knollen halbieren und grössere Viertel. Dann im Salzwasser mit Zitronensaft 4 bis 5 Minuten kochen, abtropfen und mit der Schnittfläche nach oben aufs Blech verteilen. Und wenn man das mit Backpapier belegt, dann klebt es nachher auch weniger. Und man muss weniger putzen. Jetzt den Fenkel leicht aushöhlen. Am besten geht das natürlich mit einem Löffel. Richtig, dann das ausgehöhlte Hacken und zusammen mit ebenfalls gehackten schwarzen und grünen Oliven, getrockneten Tomaten und einer Knoblauchzehe vermischen. Mit einem halben Becher Creme Fraiche verrühren, mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen und so viel Parmesan beimischen, bis eine feste Masse entsteht. Zum Schluss mit ein bisschen Parmesan bestreuen, im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten goldbraun überbacken und z.B. mit einem Tomatenrisotto servieren. Und das passt dann auch farblich besonders hübsch zusammen. Danke, Armin. Um stimmige Farben geht es auch in unserem nächsten Beitrag aus dem Coop Bau- und Hobbymarkt. Dort findet man nämlich alles zum Renovieren und Verschönern von der Wohnung. Bei den Colodur-Farben sehen Sie auf einen Blick, ob es sich um Lack, Dispersion, Spray, Verdünner, um Putz oder um Holzfarben handelt. Aus den rund 3'000 verschiedenen Farbtönen können Sie sich Ihre Lieblingsfarbe aussuchen und auf Wunsch in den meisten von unseren Bau- und Hobbymärkten mischen. Einfach die Nummern der Farbe notieren und die Grösse der Wand vermessen. Alles andere besorgt der Computer. Und schon nach 5 Minuten können Sie Ihr grünes, gelbes oder blaues Wunder erleben. Die preisgünstigen Colodur-Farben lassen sich vielseitig und leicht verarbeiten. Für Decken, Wände oder Fassaden, zum perfekten Lackieren von Fenstern oder Radiatoren, zum brillanten Lasieren im Holzbereich oder zum Verschönern vom Kinderzimmer. Als Coop-Exklusivität offerieren wir Ihnen eine weitere Farbenlinie unter der Marke Prestige. Die Produkte für höchste Ansprüche sind unter anderem kratz- und schürfester und eignen sich darum besonders gut fürs Wohnzimmer oder fürs Kinderzimmer. Auch an die Umwelt ist gedacht worden. Bei den Farben von Ökoplan brauchen Sie keine Lösungsmittel und Sie können den Pinsel einfach mit Wasser auswaschen. Coop Ökoplan also eine farbige, aber auch eine saubere Sache. Knackige Fenkel für das Rezept von Armin Amrain kommen Sie zurzeit in unseren Läden zum Aktionspreis über, neben anderen lohnenden Angeboten. Einheimische Agria-Herdöpfel in den 2,5 Kilo Tragtaschen kosten 2,90 Euro. Alle Sorten Greyerzer sind günstiger, der Reibkäse zum Beispiel kostet 50 Rappen weniger. Mit der Go-Profit-Karte gibt es bis Ende Woche Golden Delicious für 3,20 €. Denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Ja, an vielen Orten verabschiedet sich heute die Fasnacht für ein ganzes langes Jahr. Wir hingegen sehen uns bereits in einer Woche wieder. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.